Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Let's Beta Dragon Quest 3, der deutschen Übersetzung von den SNES Projects. Und ich möchte mich erstmal dafür entschuldigen, dass es jetzt eine Weile keine Parts irgendwie gab, weil erst kam ja mega Hochwasser, ich wurde evakuiert und so weiter und so fort. Und danach kam die tolle Hitze. Ist ja im Moment auch wieder relativ warm, aber mein Rechner geht wieder. Ja, die Grafikkarte ist noch nicht den Hitzetod gestorben, weil ich nichts gemacht habe. Ach, bin ich toll. So, und ich gehe jetzt nochmal kurz herein, nur mal so für Spaß, damit ein bisschen Bewegung im Bild ist. Und zwar habe ich nämlich die Zeit genutzt, und um festzustellen, dass wir hier total in der Pampa rumgurken und einfach mal direkt an der Story vorbeigelaufen sind. Was sagst du dazu, mein Freund? Ja, die wunderschöne Königin haben wir schon getroffen. So, und also gehen wir mal back to story. Und das heißt, wir werden Magie nutzen von Pick. Teleport zurück nach Romali. Ja, im Englischen heißt es wohl die Stadt Romalia. Die, finde ich, klingt eigentlich deutlich hübscher. Muss ich mal so sagen. So, hier sind wir irgendwo rausgekommen, als wir mal die Wand gesprengt haben mit der lustigen Kugel, die wir da mal gefunden haben. So eine komische Glaskugel, und wenn man die anzündet, macht's Boom. Und wir waren ja schon groß unterwegs und da war so ein netter König. Ich will dich nochmal hier zurückführen, was ja so Schönes passiert ist. Man ist auch ganz schnell direkt zum König, einfach nur nach oben laufen, so. Das ist der Standardweg in jedem Spiel eigentlich. Dann kann man sich aussuchen, entweder mit Frau Königin oder mit Herr König reden. Herr König ist natürlich besser. Willkommen, ich habe gehört, was mit Ortega passiert ist. Pick benötigt noch Erfahrungspunkte, Red Scorpion benötigt noch Erfahrungspunkte, Kill Bill benötigt auch noch und Mary auch noch. Möchtest du speichern? Ja, wenn wir gerade mal da sind, können wir nochmal speichern. Vielen Dank. Oh, es ist vollbracht. Ja, ich möchte die Reise fortsetzen. Ich möchte dich um einen Gefallen bitten. Das hier ist nämlich eine Sidequest. Ich möchte dich um einen Gefallen bitten. Kandar hat unsere Goldkrone gestohlen und ist mit ihr aus dem Königreich entkommen. Bitte hilf uns, sie zurückzubekommen, und ich werde dich als wahren Helden anerkennen, Pick. So, daran kann ich mich, glaube ich, auch noch erinnern. Also, verfolgen wir jetzt erstmal das Ziel, die Welt zu retten, und dann als Nebenziel diese Krone zu finden und den König wiederzugeben. Ganz was Feines ist das nämlich. Hier, Opa Rojima. So, ey. Mann. Stellt euch mal nicht im Weg. Ich bin hier der heilige Held. Pick, der heilige Held. Huhu. So, gehen wir mal Richtung Norden. Irgendwie flackert das hier. Das muss an dem Emulator liegen. Das ist total komisch. Und hier gab es die lustigen Magier, die wir ganz geschwind auslöschen mit ein paar gezielten Schlägen. Ja, da haut gleich mal einer ab. Der hat total Schiss vor uns. Magier besiegt. Boah. Was war denn das da? Mit Mary ist irgendwas nicht in Ordnung. Na, ist jetzt erstmal egal. Wir haben ja gespeichert, von daher. So, jetzt gehen wir erstmal nach oben. Norden. Machen wir jetzt schon noch ein paar Gegner platt. So, Mary ist halt gleich tot. Kaputt. Items. Heilkrauts. Benutzen wir auf Mary. Was bedeutet denn das Zeichen nochmal? Ich hab's vergessen. Gibt mir doch mal einer mit in die Anleitung. Ist sie vergiftet? Ja, Mary war vergiftet. Alles klar. Also hässliche Fratze heißt, wäre vergiftet. Schauen wir mal, dort ist ein Shrine. In dem Shrine waren wir auch schon mal drin. Und ich kann mich auch erinnern, dass man hier einfach nichts machen konnte. Moment. Die Melodie? Nein! Oh Mann! Junge! Die Melodie kam mir bekannt vor. War da hier das Dice Game? Oh ja. An einer anderen Stelle, wo man nichts machen konnte. Ja, willkommen zurück zum Dice Game. Das nette kleine Spielchen. Ich will hier hoch. Ach ne, da komme ich ja wieder raus. Hier geht's hoch. Ha. So, dann werden wir hier mal eine Runde spielen, man. Zwischensaven. Hallo, willkommen. Ein TNT-Spiel beträgt ein TNT-Ticket. Ich möchte es gerne versuchen. Weil hier ist nämlich ein richtig cooles Item versteckt, habe ich gelesen. Was wir auch direkt mal mitnehmen. Würfeln. Oh, da war immer noch ein Fehler. Spiele ich eine alte Version? Warte. Zwei Stück.
Ja, wir gehen geradeaus. Hüp, hüp. So, gegenwärtige Tafel genau betrachten. Nein, wir haben doch keine Zeit. Würfeln wir eine 4. 1, 2, 3, 4. Ein Zufallskampf. Gegen den sogenannten komischen Gegner. Magie. Monstergruppe. 1000 Füße. Omegast. Und er greift an. Boom. Das ist schneller. Schneller. Oh, Pickhunter ist eingeschlafen. Natürlich relativ blöd ist nicht. Boah. Hätte man gar nichts gebraucht. Ich wollte noch 20 Mal angreifen, Leute. Knister. Nicht genug MP. Das ist natürlich blöd. Greifen wir halt nochmal an. Ich hoffe, wir überleben das. Das mit der Hasentote. So, schön. Zeit zum Speichern. Würfeln. 1, 2, 3. Nein. Speichern. Mal gucken, wie viel wir jetzt noch brauchen. Karte anzeigen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Noch Möglichkeit. Ne, 7. 1, 2, 3, 4. Schlecht. Laden. Ich will ja nämlich das Item haben, deswegen muss ich aber humsen. 1, 2. Nein, kein Kampf, kein Magier, nein! Wir werden ihn niemals besiegen können, er ist so stark. Huh, das war aber ein knapper Kampf. Speichern. Weiter würfeln. Ja, 50 Gold können wir noch gerade so vertragen. Nochmal speichern. Nein. Hüp, hüp. Nein. Bisschen länger warten, damit der Zufall hier auch richtig regieren kann. 1, 2. Nein. Was brauchen wir jetzt? Eins war. 1, 2, 3. Was passiert denn? Oh nein, eine Falltür. Okay, also würfeln wir jetzt hier eine 3. Ich sagte, wir würfeln jetzt hier eine 3. Ich sagte, wir würfeln hier jetzt eine 3. Genau. Ist es nicht nett? Nettes Feuerwerkchen. Nett Licht. Nett Musik. Nett hier durchgehen und jetzt hier erstmal lesen. Lesen. Pick lies das Podest. Wir haben hier einen kleinen Fehler. Pick lies das Podest. Mhm. Darauf steht. Der erste Parisi-König. Aha. Dann nehmen wir uns hier mal die Truhen mit. Truhen mit. Ja. Ein Stahlbreitschwert. Und dann haben wir hier noch 500 Goldstücke. Habe ich nicht irgendwas gelesen, dass da ein Bumerang drin sein soll? Hm. Hi Opa. Gut gemacht, du hast gewonnen. Nun nimm deine Preise und geh durch das Loch hinaus. Aber fall nicht runter, bevor du deine Preise hast. Sonst musst du alles nochmal machen. Ja. Ah, da befindet sich niemand. Der erste Pariser König. Ah. Tschüss. Der erste Pariser König. Oh mein Gott. So, jetzt gehen wir hier raus. So, jetzt gehen wir weiter nach oben und da kam ja, glaube ich, auch noch irgend so ein Dorf oder so. Ich bin jetzt hier nicht ganz irre. Oh mein Gott! Angriff! Angriff! Yeah, jedes Mitglied erhält Erfahrungspunkte. Ja, da ist ein Dorf. Da gehen wir jetzt noch nicht rein. Erstmal greifen wir noch andere Gegner. Hm. Und rein. So. Was war denn hier nochmal? Alles so schön. Wenn du dich von diesem Dorf nach Westen begibst, findest du den Champagnerturm. Willkommen im kleinen Bergdorf Casare. Ja. Hier in diesem Dorf waren wir doch auch schon, wo Red da war, nicht? Ich kann mich ja gar nicht mehr so richtig drin erinnern. Selbst ein schwacher Zauberer kann ein Monster zur Schnecke bringen, wenn er einen vitalen Punkt mit einem Giftmottenmesser trifft. Und das Messer suchen wir jetzt nämlich.
Ich habe hier mir ein Zettelchen ausgedruckt, das tut mir leid, das ist so eine Art Komplettlösung, die ist auf Englisch. spielen, Kasa, paar Leveln, Level haben wir ja schon aus Versehen. Und dann das Village at Night betreten. Und da in den Item Shop was klauen. Ja. Also machen wir jetzt, dass es Nacht wird. Und zwar indem wir ein paar Kämpfe bestreiten. So, noch ein bisschen. Oh mein Gott, wir werden alle sterben. So, noch ein bisschen dunkel machen bitte hier. Dunkel. Ich sag dunkel. Dunkel. Mach es dunkel. Mann. Geh mir nicht auf den Sack hier. Irgendwann, ey. Komischer Zombie. Ah, Nacht. So. Sehr gut, ausgezeichnet. Jetzt müssen wir nur den Item-Shop suchen. Was geht denn hier ab? Hä? Alle weiter. Nicht schlecht. Das ist kein Item-Shop. Das könnte ein Item-Shop sein. Leise sein. Ja. Nichts Interessantes gefunden. Blöd. Ja, Mann. In der Truhe ist eine Giftnadel und genau diese Gifthutnadel suchen wir gerade. Ein Brett, sehr schön. Items? Nö. Doch. Items. Giftnadel. Angriff kann nicht. Abgeben. Ach nee, das macht Mary nur schwach. Das ist blöd. Und das Breitschwert. Geben wir. Höllewetter, Killbild, das macht er wieder dich ja. Richtig schwach machen. Ausrüsten. So. Halt. Taktik. Gepäck ordnen. Alle. Alle nicht wichtigen Dinger in den Beutel stecken. Okay, das müssen wir gleich nochmal überprüfen. Ja. Schön, 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 schön. Das ist blöd. Heilkrauts. Abgeben. Pick dahin. Heilkraut abgeben. Pick dahin. Jeder kriegt jetzt hier noch ein paar Heilkrauts. So. Ja, kriegt auch noch Try. Kill Bill kriegt auch noch welche. Der Herzstein. Ach, ist das nicht toll. So. Mary kriegt auch noch. Aber nur zwei. Weil. Halt, nur zwei, sagte ich, weil Gegengift kriegt sie auch noch zwei. Und Red kriegt auch noch zwei Gegengifts. Das müsste ja gut reichen. So. Man weiß ja nie, was passiert. So, jetzt reden wir noch mit dem Typ. Jetzt haben wir die Gifthutnadel. Hihi. Jetzt will ich mir nochmal angucken, was da mit dem Dingsen da auf sich hat. Muss ich jetzt nochmal mit den Leuten reden? Waren wir ja schon mal bei Nacht? Der schläft. Als ich noch am Leben war, war ich ein großer Kämpfer. Man sagte, ich hätte einen Grizzlybär mit bloßen Händen erlegt. Aber in Wahrheit habe ich die Eisenklauen benutzt. Ach, welch Fuchs. So, Opa sagt uns bestimmt das gleiche, wenn er noch am gleichen Ort steht. Da oben steht noch einer. Guten Tag. Nein, ich habe schon Sie haben schon geschlossen? What the fuck? Tja, weil die schon geschlossen haben, gehen wir jetzt erstmal Schlaf machen. Was sagt der da? Verdammt! Was sagt er? Verdammt? Seist du Kandar. Oh, du täuschst mich nicht mehr. Ein T&T-Ticket. Cool. Oh, und da ist nichts drin Interessantes. Das ist blöd. Schlaf. Willkommen in der Herberge. Du musst sehr müde sein. 16 Goldmünzen. Gute Nacht. So. So. Auf geht's weiter. Jetzt hier ein bisschen trainieren. Haben wir gemacht. Jetzt geht's weiter Richtung Norden. In Norden. Oh Gott, ein Schatten. Ich hab Angst. Knistern wir den Schatten tot. Mega Stärke. Oh, Kibbel, der war echt gut. Oh, hier ist ein Dorf.
Sehr nett. Hier waren wir, glaube ich, noch nicht. Ich kann mich jedenfalls nicht daran erinnern. Guten Tag, wo sind wir hier? Wir sind hier im Dorf. Schnarch, schnarch. Was ist denn hier los? Wir bewegen sich auch nicht. Gritz, gritz. Jetzt. Schlafen alle? Hier schlafen alle. Hihi. Alle ausrauben. Hihi. Oh, guten Tag. Eine Stärke sammeln. Hey. Gleich mal benutzen, ja. Stärke sammeln. Benutzen auf Pick. Yeah. Hä? Warum schlafen die alle? Das erinnert mich irgendwie an diverse andere Spiele, wo auch schon viele Leute geschlafen haben. Das war ein böser Dämon, der alle eingeschläfert hat. Der schläft auch. Gritz, gritz. Hoppa, schläfst du auch? Und. Aber das Feuer schläft nicht. Mann. Jetzt spielt mein Controller schon wieder. Oh. Ich sehe gerade, nachdem ich jetzt hier auf meine Uhr geguckt habe, dass wir hier eigentlich schon fertig sind mit diesem Part. Also werde ich mal sagen, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder, wenn es wieder heißt Let's Beta Dragon Quest 3, der deutschen Übersetzung von den SNES Projects. Ihr könnt gerne mal im Forum vorbeischauen, wenn ihr Fehler gefunden habt. Falls ihr keine Fehler gefunden haben solltet, könnt ihr auch im Forum von denen vorbeischauen und mal euren Senf dazu abgeben und sagen, ihr macht eure Arbeit toll, das freut ihr immer. Ja, und ich freue mich auf jeden Fall schon drauf, wenn es wieder heißt, dass wir hier weiterspielen. Macht's gut, bis dahin und tschaußen!